Die Aktienmärkte haben gestern stark angefangen, aber dann eben auch stark nachgelassen. Und damit seien Sie herzlich willkommen beim Ausblick auf die Märkte heute. Es ging dann im späteren Handel etwas nach unten, nachdem die Euphorie so ein bisschen verflogen ist über die Sommerrallye. Manche nennen sie ja auch Jahrhundertrallye. Die ist aber etwas ins Stocken geraten gestern. Stark nachgelassen hat übrigens auch das Volumen. Wir haben gestern in den USA den Tag mit dem geringsten Handelsvolumen in 2016 gesehen und das ist vielleicht keine so richtig gute Botschaft für die Märkte. Im Vorfeld der Brexit-Abstimmung, da säuft das Volumen geradezu und das ist in der Regel ein Auftakt dann für ziemlich starkes Volumen und ziemlich starke Volatilität im Umfeld einer so wichtigen Entscheidung. Apropos Brexit, wir haben gestern ja diese Anfangsrallye deshalb vorwiegend gesehen, weil eben zwei neue Umfragen eine ganz knappe Mehrheit für die Remain-Kampagne gezeigt haben, also für diejenigen, die in der EU bleiben wollen. Das hat das Sentiment durchaus gestützt. Jetzt werden aber die Karten neu gemischt. Wir haben dann gestern eben diesen leichten Rücksetzer gesehen. Das Ganze setzt sich so ein bisschen in Asien fort, wenn wir hier uns mal die Vorgaben da anschauen. Das Einzige, was positiv ist, ist hier der Nikkei um 0,57%. Wir haben eine Aufwärtsrevision des BIP und des Konsums der Japaner gesehen. Das war allerdings um und bei in der Erwartung, hat zunächst mal den Yen dann gestärkt, war nicht so gut für den Nikkei. Aber dann kamen die Zahlen aus China, Importe und Exporte. Die Exporte so um und bei in der Erwartung mit minus 4,1%, aber die Importe weniger stark, deutlich weniger stark gefallen als erwartet. Das hat dann vor allem die Japaner gefreut, die ja natürlich nach China exportieren. Gleichwohl hilft es nicht, Shanghai minus 0,44, Hang Seng minus 0,33 und in Australien geht es leicht nach unten mit 0,13%. Was haben wir heute an Termin auf der Agenda? Dünn. Wir haben nur die Lagerbestände für Öl. 16.30 Uhr. Gestern ja die API-Bestände mit einem Rückgang von mit einem Rückgang von 3,5 Millionen Barrel, erwartet 3 Millionen Barrel. Aber Öl hat da zunächst mal verunsichert reagiert, weil die Destillate und Benzin doch stark gestiegen waren, die Lagerbestände. Inzwischen hat sich der Ölpreis wieder stabilisiert und ist sogar nach oben gegangen. Was heute wichtig wird, unter anderem wie der Öl, die Lagerbestände für Öl ausfallen, das sehen Sie wieder bei finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir rein in die Charts, gucken, wie wird sich der DAX wohl entwickeln. Wir sehen hier diesen Verlauf gestern mit diesem starken Aufwärtsmove mit kleinem Gap beginnend und dann über die 10.300er Marke gekommen, konnten wir allerdings nicht halten, 10.251 auf X-DAX-Basis. Wir dürften vielleicht nach aktueller Indikation ein paar Pünktchen höher reinkommen, vielleicht 5, 6 Pünktchen, 10.257 aktuell würde der DAX getaxt werden, kann sich ändern, bis Sie das Video sehen. Und die Frage ist, haben wir jetzt hier diese Zone 10.285, die schon schwierig oft war, und die wir gestern überwunden haben, haben wir da die jetzt mal geknackt oder war das einfach nur ein kurzer Move darüber? Das ist momentan die Kernfrage. Schauen wir uns mal an, wie die US-Indizes aussehen. Wir sehen hier den Dow auf CFD-Basis 17.933, also schon ein paar Pünktchen weiter unten und den S&P knapp bei der 2110er Marke. Wir hatten hier diese 2110 bis 20er bis 35er Zone, das ist die entscheidende, 2135, ja, das Allzeit hoch beim S&P. Schauen wir uns den Euro-Dollar an, 1,1367, da tut sich nicht viel seit diesem Anstieg durch die 70 jetzt, seit dem Anstieg durch die Non-Farm Payrolls, durch die Arbeitsmarktdaten aus den USA, ist der Dollar unter Druck derzeit. Dann eine seitwärtse Bewegung, ähnlich allerdings auch für den Dollar-Yen, der unter Druck war mit den doch relativ guten Daten aus Japan, das stärkt den Yen. Dann kamen die weniger schlechten Importdaten aus China, das hat Dollar-Yen geholfen, jetzt allerdings wieder ein bisschen in Druck. Schauen wir uns Gold an, 1247, kann sich stabilisieren weiterhin nach den Zugewinnen, nach dem US-Arbeitsmarktbericht und Öl ist stark bei $50,54, nach wie vor robust. Schauen wir uns den DAX nochmal an. Hier dieses Hoch, das wir gestern gesehen haben, bei 10.315 etwa, muss der DAX rausnehmen. Dann wäre eben Luft in diese Zone 10.360-70 etwa. 10.500 wäre ein Fernziel. Was nicht passieren sollte, wäre, dass man hier dieses Gap wieder zumacht im Bereich 10.120. Es ist momentan so ein bisschen
offenkundig eine Seitwärtstendenz oder einen Seitwärtsmarkt mit eigentlich ganz freundlicher Tendenz. So richtig klare Prognosen kann man wohl derzeit nicht abgeben für den heutigen Handelstag, der wohl auch wieder etwas dünn, was das Volumen verlaufen wird. Das war es erstmal. Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis dahin, ciao.